Hallo und herzlich willkommen bei Die Mewis. Update Nummer 1, Mew ist ein Würfelstück. Ha, das ist nichts Neues. Fun Fact, das ist sein Lieblingshaus. Da sitzt er die ganze Zeit drin. Und bevor ich euch die ganzen Mewis vorstelle, die ich momentan habe, das ist das neueste Gehege. Falls ihr wissen wollt, wie ich das so gebaut habe über 3 Videos hinweg, es gibt eine Playlist, die könnt ihr gerne mal anklicken. Ich war auf jeden Fall eine Menge Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Die ganzen kleinen Müffelstücke haben jetzt sehr viel Platz. Seid ihr damit glücklich? Ist das okay? Könnt ihr damit leben? Ja? Dann ist gut. Und bam! So, das noch schön dekorieren. Hier eine Limette, damit wieder alles schön und frisch aussieht. Und Meerschweinchen. Zack, und Meerschweinchen Nummer 1. Das hier ist der Mö. Mittlerweile eins der ältesten Mewis bei uns im Stall. Und er ist eine absolute kleine Sackfalte. Hey Mö, und zack. Und das hier ist Praline. Ich meine, wer kennt sie nicht? Unsere kleine Ninja-Prinzessin. Auch süß. Ein süßes kleines Müffelstück. Und das zutraulichste Meerschweinchen, was ich seit langem hatte. Und da ist Praline. Und da haben wir Tiramisu, die auf die Limette guckt. Hallo, alles klar, Omi? Fun Fact. Praline ist noch hier unten und könnte jetzt eigentlich mal weglaufen. Tiramisu ist die älteste Dame im Gehege und ich nenne sie immer Tiramisu, aber sie heißt Tiramisu, ne? Nach meinem Lieblingsnachtisch. Sag tschüss, Tiramisu. Und zack. Und hier haben wir einen Pumpkin. Das grau in graue Meerschweinchen. Und ja, bevor wieder alle sagen, sie hat einen leichten Rotstich im Auge, vor allen Dingen, wenn die Sonne darauf scheint. Nächste. Zack, geht doch. Hallo, Petit Four, alles klar bei dir? Hier meine weitere Prinzessin. Und wir haben hier einen Semmel, unseren kleinen Elvis-Imitator. Oder wie ich ihn auch immer lieb nenne. Donald Trumps Frisur. Aha. Und hier haben wir den kleinen Neuzugang. Das hier ist die kleine Onigiri. Sie haben wir von einer Züchterin bekommen, weil sie eigentlich zu klein ist. Das stört uns aber nicht, weil wir finden sie, wie sie ist, nämlich ganz toll. Und was ich so unglaublich knuffig finde, ist, sie hat Kuhohren. Ah, und sie mag es nicht, wenn man sie an den Ohren berührt. Nee, gar nicht so. Warum? Nee, ja, ist ja gut, ich lasse es, okay? Versprochen. Sie ist jetzt fast 6 Monate alt, knabbert an meiner Hand. Au, würdest du das lassen? Ernsthaft, das ist nicht so cool, wie du denkst. Für diese kleine Mega-Zicke haben wir noch keine Stimme gefunden. So, du kleine Kackwatze, kann ich dich mit etwas Gurke beruhigen, dass ich jetzt deine Geschichte erzählen kann? Dankeschön. Chosen hat sie natürlich auch schon gezeichnet, wie man unschwer erkennen kann. Und jetzt haben wir auch eine Story für sie, denn sie ist eine Prinzessin, aber sie möchte Köchin werden und nicht irgendeine Köchin, die beste Köchin. Darum auch die Spatula. Das ist dieses kleine Kochutensil, was man dort sieht. Und weil sie Japanerin ist, macht das auch vollkommen Sinn, dass sie als Prinzessin einen Kimono trägt. Chosen zeichnet auch diese ganzen kleinen Meerschweinchen als Menschen mit ihrer eigenen Geschichte. Falls du das noch nicht wusstest, kannst du in der Videobeschreibung gerne mal nachgucken. Wir haben ein Chosen-Vorstellungsvideo gemacht. Wollt ihr bestimmt auch mit Sicherheit wissen, wie alt alle anderen sind. Das ist kein Problem. Unten in der Videobeschreibung haben wir einen gigantischen Blog erstellt. Dort stehen nämlich auch alle Informationen zu allen anderen Tieren, die ich mal gehabt habe und was mit ihnen so passiert ist. Und momentan haben wir ja keine Banana und das ist euch wahrscheinlich schon wieder aufgefallen, aber keine Sorge, die Suche geht weiter. Und hier möchte ich bitte nochmal ausgiebig darauf eingehen, dass eine Banana nicht gleich eine Banana ist, denn eine Banane hat diese 3 markanten Farben und zwar weiß, dieses beige und das schwarz. Irgendwo im Gesicht muss ein blonder Strich sein, wie bei den anderen Bananen halt. Und deshalb dauert das momentan auch immer noch ein bisschen länger, eine zu finden, aber ihr könnt uns gerne mithelfen, falls ihr irgendwelche mal findet, es kann ganz in Deutschland sein, dann könnt ihr uns gerne die Links in die Kommentare posten. Vielleicht finden wir durch eure Hilfe ja ein wenig schneller unsere nächste Möchtegern-Anführerin. Aber Tiramisu, bis dahin macht Porzellan ihren Job ziemlich gut, oder? Das siehst du doch auch so. Und immer schön auf Porzellan hören. Ha, und dann muss ich noch einmal etwas loswerden. Und zwar Dankeschön an eine der tollsten und ruhigsten und liebsten Communities, die ich jemals auf YouTube gesehen habe. Wir halten schon so lange zusammen und ich finde das einfach unglaublich, was wir in den letzten Jahren vor allen Dingen geleistet haben. Auch ich bin nicht perfekt und ich glaube, so schnell ist das kein anderer Mensch, aber wir geben unser Bestes und ich finde es toll, was wir in den letzten Jahren halt erreicht haben. Und darum möchte ich auch, dass in Zukunft die Community einfach zusammenhält und ihr euch gegenseitig unterstützt. Umwerfend und fast schon unfassbar finde ich auch immer, wie viele Fanpages
Pakete und Briefe ich in letzter Zeit bekomme. Es macht mich unbeschreiblich glücklich, dass ihr versucht, mich glücklich zu machen. Sei es nur durch einen einzelnen Brief oder ein kleines Päckchen oder einen netten Kommentar. Für alle, die mir noch ein klein wenig mehr helfen wollen, habe ich mir jetzt Patreon gemacht. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich werde dazu aber in der Zukunft auch noch ein ausführliches Video machen. Danke für eine der großartigsten Community auf ganz YouTube. Und Tiramisu, dass sie so unbeschreiblich und eklig niedlich ist. Und verpeilt. Das siehst du auch so, ne? Dann ist gut. So, und da ich ja die ganzen kleinen Kackbratzen nicht mit auf irgendwelchen Treffen oder Conventions nehmen kann, könnt ihr größtenteils dummerweise immer nur mich sehen. Die Cons und Treffen stehen auch jedes Mal, sobald ich etwas weiß, unten in der Videobeschreibung und werden jederzeit immer wieder ergänzt, sobald was Neues hinzukommt. Ist da irgendwas Cooles? Echt? Du erwähnst jetzt noch einmal, dass es ganz viele Playlisten gibt und wir alles schön und fein säuberlich geordnet haben und dass die Leute sich das alles angucken können. Welches Format gefällt euch am besten und wovon möchtet ihr unbedingt mehr sehen? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare und dann kann ich mich danach ein bisschen richten. Das war's von mir und wenn ihr es auch so unbeschreiblich niedlich und informativ fandet, wie Tiramisu in die Kamera guckt, dann gebt dem Video gerne auch einen Daumen rauf, vergesst das, abonnieren nicht und wir freuen uns auf viele noch weitere Videos. Sag Tschüss, Tiramisu. Oder leg meinen Finger ab. Das ist auch okay. Oh mein Gott, das putze ich. Und hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal auf Die Miris, dem größten YouTube-Kanal auf ganz Deutschland. Das war schlau, ne? Haha, ich bin der größte YouTuber aller Zeiten.